So, also wir stehen jetzt hier an der Haltestelle. Es ist ganz schön schnell dunkel geworden und wir stehen hier an der Haltestelle. Und eigentlich dürfte ich auch gar nicht mehr fahren, weil ich habe meine 8 Stunden schon überschritten. Aber das ist mir egal. Kann ja auch keiner was dagegen tun. Meine Fahrgesellschaft kriegt mich hier nicht mehr raus aus diesem Bus. So, wir zocken weiter die Leute ab, wo ich eine richtig geile Idee habe. Was ist denn das da? Ein 10er? Ne, 5 Euro. Ja, okay, wisst ihr was? 5 Euro? So, dann gehen wir durch. Den 5er habe ich jetzt genommen, auf jeden Fall. Das werde ich jetzt auch weiter so tun. Ich nehm das Geld und fahr los. Was wollen die denn tun? Mir die Beliebtheit abziehen, sollen sie da machen? Ist doch schon im Arsch. Von daher ist mir das egal. Wir machen das hier einfach bloß ein bisschen, um Spaß reinzubringen. Eigentlich spiele ich das Spiel nicht so. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle gleich mal gesagt haben. Ich spiele das normalerweise schon ernst. Aber, wie das auch so mit Spielen ist wie GTA oder Sims, wenn man sowas öffentlich zeigt, dann kann man da ruhig ein bisschen Blödsinn machen. Ja, natürlich, jetzt wo ich komme, fahren sie. Ich verarschen. Also bitte meckert nicht rum, weil ich fahre wie letzte Sau. Ich gebe mir jetzt auch Mühe. Ja, keiner hin. Und da wird doch keiner raus. Na dann, wisst ihr was, fahre ich jetzt einfach. Die wollen hier nicht aus meinem Bus raus. Das ist unerhört. Mensch, immer diese Steine, die hier rumliegen, ey. Könnten sie ruhig mal besser machen, also hier mit den Steinen und so. Das geht doch nicht, Junge. Hier will auch keiner raus. Aber reden wollen sie, oder? Wollt ihr mitkommen? Ich bin sowieso eine Minute zu früh dran, dann nehme ich euch auch mit. Du da, ey Junge. Komm reden. Komm in den Scheißbus. Steigen Sie sofort in den Bus ein. Hallo, Sie da. Ey, drehen Sie sich nicht weg, steigen Sie sofort in diesen verschissenen Drecksbus ein. Einsteigen, aber zack, zack. Geht doch. Zack, in den Bus rennen. Oder ich reiß dir die Klöten ab, steig ein. Geh in diesen Scheißbus. Ich weiß, wie man mit Kunden umgeht. So, danke für dein Geld. Deine 10 Euro kommen sehr gut bei mir an. Jetzt kannst du dich auch hier vom Acker machen. So, und los geht die Fahrt. Ich bin ein sehr sozialer Busfahrer. Wenn wir das nächste Mal Bus fahren, dann könnt ihr mal in die Comments posten, wie wir uns verhalten sollen. Vielleicht mal ganz gut, so nach Verkehrsregeln und arschkriecherisch. Oder einfach mal auf Assi. Vorne müsste irgendwo auch ein Blitzer stehen. So, hier will auch jemand aussteigen. Will auch hier jemand drin? Ich gehe da mal natürlich wieder mit den Kunden reden. Einsteigen, Tussi. Was machen die hier? Orientierungsprobleme? Ich glaube, die habe ich zu sehr eingeschüchtert. Will doch jemand mitkommen? Einsteigen, los, alter Sack. In den Bus. In den Scheißbus. Und du auch, Tussi. Du auch. Steig in den Bus. Guck nicht so. Geh in diesen Scheißbus. Schwing deinen scheißhässlichen Ass in diesen Kackbus rein. Gehst du wohl? Meine Fresse, ey. Dass es nicht schneller geht. Muss man immer erst mit denen so reden. Anstatt einfach einzusteigen. Nein. Wollen sie wohl nicht. Ja! Aufstehen! Ich bin natürlich auch der allmorgendliche Weckdienst. Ich kümmere mich um meine Mitbewohner. Hier will auch keiner raus. Dann fahren wir gleich weiter. Will hier jemand raus? Ja. Und lass es einfach nicht mehr raus. Nee, doch. So ein Arsch will ich ja nicht sein.
Schade, dass man nicht einfach losfahren kann, wenn die Türen sich öffnen. Das geht leider nicht. Aber ich kann jetzt losfahren. Es ist ja hier sowieso keiner, der mitfahren will. Da brauche ich mich auch gar nicht zu bemühen. Will eh keiner mitkommen. So, hier darf ich jetzt 70 fahren. Sehr schön. Hier darf ich es sogar. Also fahren wir hier jetzt 80. Weiß gar nicht, wie viel ich mit dem Kasten drauf krieg. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Meine Passagiere finden das okay, oder? Gut. Finden sie okay. Man muss als Busfahrer bis ans Limit gehen. Aber ihr seht, im Vergleich zu meinem ersten Ausflug bin ich auf jeden Fall jetzt ein Stückchen schneller. Es war 3 Minuten zu früh. So, 75 schon, ja. 76. Da geht noch ein bisschen was. Sind alle so lahmarschig hier oben, ey. Fahrt mal ein bisschen schneller, ihr dürft das. Ich fahr fast 10 Kilometer zu viel hier. 10 Kilometer die Stunde hier. Wow, wo kommt der her? Oh, ja, das, den habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wie viel klatscht das? Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich meine, was kommt der auch einfach vor meinen Augen hier und so? Ploppt der hier einfach auf? Das kann er nicht machen, aber ihr seht, der Bus ist robust. Auf jeden Fall. Der kann das ab. So, also um die Kurve bin ich ja gut gekommen, da kann man jetzt nicht meckern. Da dürft ihr jetzt nicht meckern. Die Kurve habe ich sehr gut gekriegt. So. Dann mal raus mit euch. Stehen tut ihr eh keiner. Warum nicht? Wissen die alle, dass ich komme oder was? Ich klaue Geld, die wissen das. Ich würde gerne wissen, ob das wirklich funktioniert, ob ich das Geld jetzt behalten habe. Einfach mal den Zehner hingezogen und einfach nach hinten geschickt, ohne Fahrschein auszudrucken. Er fährt jetzt schwarz, jetzt braucht man bloß noch den Kontrolleursimulator. Der kommt da bestimmt noch. So. Die Jungs hinten wissen, was das heißt. Guckt euch an hier. So, wir schließen die Türen und haben jetzt auch somit diese Fahrt abgeschlossen. Wie lange brauche ich noch, um für Levelaufstieg? Oh, ein bisschen noch.